Ja, wie jetzt angekündigt, gibt es jetzt die große HSV-Kaderanalyse zum Winter. Ja, ich habe ja letztes Jahr immer sehr viele Videos über den HSV gemacht und den HSV, und dass sie den Aufstieg verpasst haben. Und jetzt ist mal meine Meinung, wie ich glaube, wie jetzt der HSV sein wird, wie sie jetzt das Ganze handhaben werden. Und ja, wie jetzt, ich werde über jeden einzelnen Spieler reden, der im Kader drin ist, werde über die Transfers reden und die aktuell laufende Saison. Ja, da haben wir einmal als Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Ja, an sich ein solider Keeper, kam ja vor der Saison aus Darmstadt. Ja, macht einen soliden Job, macht solide Arbeit eigentlich. Kann man sich nicht beschweren, auch meiner Meinung nach ein guter Keeper. Dann Julian Pollersbeck. Habe ich mir deutlich mehr von erhofft. U21 Europameister. Da dachte ich eher echt, als der HSV den geholt hat, jetzt haben sie wirklich ein gutes Talent. Kam ja aus Kaiserslautern. Und wo ich mir echt gedacht habe, jetzt haben sie ein gutes Talent. Jetzt haben sie mal wirklich was sich unter den Nagel gerissen. Könnte der wirklich ein neuer, solider, guter HSV-Keeper werden. Ja, als Ersatzkeeper in der zweiten Liga. Er hätte eigentlich den Verein wechseln müssen, wenn er schlau gewesen wäre. Hätte er eigentlich den Verein wechseln müssen. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Ich glaube, das war ein Fehler, dass Pollersbeck den Verein, vielleicht hat sich auch kein Abnehmer, es hat sich auch kein Abnehmer gefunden, deswegen, ja, so viel auf alle Fälle dazu. Dann als nächste Personalie möchte ich gerne Tom Mickel ansprechen. Ja, ganz kurz, das ist halt ein Ersatzkeeper, seit Jahren dabei. Wenn man ihn mal braucht, kann man auf ihn zählen. Das ist eigentlich alles, was es zu Tom Mickel zu sagen gibt. Rick van Drongelen. Ja, van Drongelen ist wirklich ein super, super Talent. Wirklich ein super Spieler. Auch jetzt in der zweiten Liga macht er einen guten Job. Passt. Gideon Jung. Ja, hätte ich mir auch mehr von erhofft. Er ist auch irgendwo in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Er hätte sich besser entwickeln können, als er es vielleicht jetzt getan hat. Und ja, ist schade, weil in Gideon Jung steckt so viel Potenzial. Schade, dass er es nicht ausgeschöpft hat. Schade, vielleicht konnte er es auch nicht so richtig. Vielleicht wäre auch ein Wechsel letzte Saison in die Bundesliga. Da war ja unter anderem die Sache mit Freiburg, Mainz. Vielleicht für ihn persönlich besser gewesen, weil er sich da hätte besser entwickeln können als beim HSV in Liga 2. Ja, schade. Papadopoulos. Ja, da bleibt mir eigentlich gar nichts zu sagen. Hat diese Saison noch keine große Rolle gespielt. Und ja, der besteht auch auf einem Wechsel. Was war da? Durfte in China mittrainieren. Vielleicht ergibt sich noch was für ihn. Ich glaube, es ist für beide Seiten gut, wenn sich jetzt beide Seiten mal einvernehmlich trennen und man dieses teure Missverständnis mal auflöst. Ich glaube, auch Papadopoulos wird nie mehr groß eine Rolle für den HSV spielen. Ich weiß nicht, ob er jemals noch mal ein HSV-Spiel bestreiten wird. Erwarten. Ja, hätte ich mir auch mehr von erhofft als jetzt möglich. Ja, auch sein Marktwert ja weit runtergegangen. Ich dachte erst, als er von Nürnberg kam, ja, jetzt versucht man so die Art von Spieler zu holen, so zwischen erster und zweiter Liga, quasi so Brückenspieler. Ja, aber an für sich bleibt er quasi seinen Erwartungen zurück. Wir können jetzt mal kurz auf die Statistiken gucken. Machen wir mal kurz. Ja, verletzungsbedingt 221 Spielminuten für den HSV. Ja, das, ja, hätte mehr erwarten, wäre er nicht verletzt gewesen und auch. Ich denke mal, er kann eine Bereicherung für den HSV sein, definitiv. Ja, jetzt Letschert auch vom Marktwert her ziemlich runter. Aber eigentlich, wo ich auch dachte, das ist ein Hoffnungsträger, aber er ist aktuell auch noch nicht so zeigt. Weiß ich jetzt auch nicht, warum er es aktuell noch nicht so zeigt. Auf jeden Fall, er hat noch Potenzial nach oben, hat nur Vertrag bis zum Ende der Saison. Ja, wie gesagt, wäre schöner gewesen, wenn er es so gezeigt hätte. Ich glaube auch, er kann noch mehr zeigen, als er aktuell zeigt. Und ich glaube auch, man sollte ihn auch längerfristig noch binden, weil, ja, weil ich glaube, ich halte noch sehr viel auf ihm. Da haben sie eigentlich einen guten Transfer gemacht, vor allem für den Preis. Passt das auf alle Fälle. Ambrosius ist es ein Perspektivspieler, müssen wir nicht viel drüber reden. Tobias Knost ist ein Perspektivspieler, auch eigentlich nicht erwähnenswert. Tim Leibold, ja, eigentlich ein so wirklich solider Spieler, wirklich solide Leistung bis jetzt gebracht und auch einfach bewiesen, dass man da einen guten Transfer gemacht hat. Kam ja vor der Saison vom 1. FC Nürnberg und ich glaube, dass man da wirklich einen sehr, sehr guten Transfer gemacht hat. Joscha Wagnumann, ja.
quasi, ich glaube, dass man da auch wirklich ein sehr gutes Talent hat. Wirklich einer, der es sehr, sehr gut macht. Der es sehr, sehr gut macht. Der auch, wie gesagt, viel noch Entwicklungspotenzial hat und wo natürlich auch andere Vereine jetzt hinterher sind. Ich glaube nicht, dass Wagnermann noch lange beim HSV bleiben wird. Selbst wenn der HSV aufsteigt, wird er sich eine höhere Aufgabe suchen. Irgendwie so eine Zwischenstation zwischen Top-Club und ja, HSV irgendwo dazwischen. Jordan Bayer. Ja, Ausleihe von Gladbach. Hecking machte ihn ja damals zum Bundesligaspieler. Man wird sehen, wie er sich dort einbringt. Jan Giamara kam ja ablösefrei vor der Saison vom VfL Bochum. Und auch da können wir mal kurz auf die Statistiken gucken. Hätte ich mir mehr von erhofft, aber war halt verletzungsbedingt viel raus. Und auch noch nicht so der wahre Einbringer ins Spiel, weil ich glaube, der wird auch noch so zur Kaderbreite geholt und einfach Wagnermann konnte sich da einfach mehr durchsetzen. Meiner Meinung nach auch die sinnvollere Geschichte, einen Wagnermann spielen zu lassen als einen Giamara, weil einfach ein Wagnermann noch mehr drinsteckt als einem Giamara. Ja, Adrian Fein. Für mich eine der positivsten Überraschungen der HSV-Saison. Definitiv. Kam ja leihweise von Bayern München und ja, Top-Spiel inzwischen U21 Nationalspieler. Was soll man da noch groß zu sagen, außer dass man wirklich da einen Top-Transfer geleistet hat? David Ginzombi. Ja, viel Geld ausgegeben, bis jetzt wenig bekommen. Auch verletzungsbedingt und auch sollte nicht greifen. Und ich finde auch, dieses ist wieder so eine typische Zweitliga-Geschichte. Man holt irgendwie gefühlt jeden Holstein-Kiel-Spieler, der eine gute Saison gespielt hat, weil die gute Zweitliga-Kicker haben. Ja, aber ob das so für die Bundesliga reicht, ich weiß es nicht. Ja, Jonas David ist ein Perspektivspieler, über den lässt sich ja eigentlich wenig sagen, außer dass der HSV, habe ich gelesen, jetzt noch einen Leihabnehmer sucht. Vielleicht findet sich ja noch einer, werden wir mal gucken. Jeremy Duzia kam ja vor der Saison vom Stadtrivalen St. Pauli und das war ja auch einer dieser Transfers, die für Aufregen gesorgt haben, weil er halt vom Stadtrivalen FC St. Pauli kam. Ja, an sich ist Duziak ein solider Spieler, solide für die zweite Liga, solide Leistung. Bleibt mir eigentlich wenig auch zu sagen, außer dass auch der Transfer Sinn macht. Christoph Moritz. Ja, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis der HSV den abgibt. Ich glaube, der steht einfach nur auf der Gehaltsliste rum. Kam ja vor 2 Jahren, als der HSV in die zweite Liga abgestiegen ist, kam er ja von Kaiserslautern, die ja daraufhin in die dritte Liga abgestiegen sind. Und da konnte sich aber auch nicht durchsetzen. Hat ein halbes Jahr da gespielt und dann. Ja, wurde ja nach Darmstadt verliehen und was in dieser Saison kam, halt nicht mehr viel. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß drüber reden. Luschaub kam ja in der Winterpause leihweise jetzt vom 1. FC Köln. Man wird sehen, wie er sich in die Mannschaft einbringt. Ich glaube, er kann eine Bereicherung für den HSV definitiv darstellen. Ich glaube, das traue ich Luschaub zu. Also ja, das kann echt noch gut funktionieren. Top-Transfer auf alle Fälle für den HSV Luhschaub, wenn er funktioniert und verletzungsfrei bleibt. Sani Kittel. Ja, guter Transfer, kam von Ingolstadt, konnte mit positiven Leistungen beitragen. Wir können auch mal da kurz auf die Statistiken gucken. Ja, 10 Tore. Ich glaube, das spricht Bände. Passt. Passt einfach auch super rein. Ja. Aaron Hunt, natürlich Kapitän und Identifikationsfigur. Ist ja klar, dass er im Kader steht und ja, er macht halt immer irgendwas für den HSV. Passt. Kwarteng, ja, Perspektivspieler, über den es sich nicht einfach viel zu reden lohnt. Bakary Yatta. Ja, da gab es ja im Vorhinein viel Diskussion um ihn. Ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte, aber eigentlich ganz gute Leistung. Der liefert eigentlich ganz gute Leistungen ab. Und auch zu Recht einer der Leistungsträger des HSV. Und wir können auch mal da kurz reinschauen. Ja, auch das passt eigentlich von den Leistungen her und dann werden wir ja sehen, wie sich Bakary Yatta noch weiter. Ich glaube, Bakary Yatta gehört eine große Zukunft. Kairo. Ja, ich glaube, da hat man sich verzettelt. Man hat ihn ja ablösefrei geholt letzte Saison, wo ich dachte, das ist für die zweite Liga vielleicht ein ganz brauchbarer Transfer. Macht ja irgendwo Sinn, dass man ihn geholt hat. Verletzungsanfällig wie Sau und das ist eigentlich auch das, was ihn ausmacht. Jetzt haben wir natürlich noch einen Spieler, dessen Aussprache mir etwas schwerfällt. Xavier Amechi. Ich übernehme keine
Garantie für die Aussprache. Auf jeden Fall ein gutes Talent, dass man den von Arsenal geholt hat. Top. Ich glaube, der wird sich auch noch extrem gut weiterentwickeln. Er ist erst 19, hat jetzt schon Marktwert von 3 Millionen. Ich glaube, der hat der HSV wirklich auf lange Sicht gesehen einen Rohdiamanten geholt. Ja. Naré, ich glaube, den haben sie aus Fürth geholt. Also den hatten sie von 2 Jahren aus Fürth. Ja, an sich ein Spieler, der sich einfach, der so ein bisschen unter seinen Erwartungen geblieben ist, sich nicht ganz so einbringen konnte, weil einfach beispielsweise ein Bakayoko vor ihm war. Ja, man wird auch sehen, wie er sich weiterentwickeln wird. Ja, wir werden es sehen, wie auch er sich weiterentwickeln wird. Martin Hanik, ja, kam von Werder Bremen, auch definitiv ein Spieler, der einfach auch gut ins Mannschaftsgefüge passt und der auch Sinn macht, dieser Transfer. Aber definitiv kann man ganz klar einfach auch mal sagen, Martin Hanik verletzt gewesen und es passt noch nicht ganz rein. Man wird sehen, wie sich Martin Hanik noch macht. Ich glaube nicht, dass der HSV ihn kaufen wird. Ich glaube, das ist nur eine Leihe, die wird zum Ende der Saison auslaufen und dann ist es halt Brems Sache, was sie mit ihm machen. Lukas Hinterseher, Top-Transfer, Top-Transfer. Der durchaus weiß, wie man Buden macht. Kann man ja auch mal hier nachgucken. Gucken wir bei ihm auch nochmal auf die Statistik. 7 Tore schon, passt. Wettbewerbsübergreifend, passt. Der weiß, wo der Tor steht und der kann sich echt gut einbringen, passt. Guter Transfer. Dann haben wir natürlich noch Joel Poyampolo. Ja, kam von Leverkusen. Was soll ich dazu sagen? Lieber HSV, was soll ich dazu sagen? Als wirklich auch HSV-Sympathisant irgendwo, was soll ich dazu sagen? Man holt einen Spieler, der eigentlich fast Sportinvalide war, von Leverkusen, der bei Leverkusen in letzter Zeit kaum Spielpraxis hat. Eine Minute hatte bis jetzt in so einem Spiel. Und letztes Mal stand der, in letzter Saison stand der gar nicht für Leverkusen auf dem Platz. Der ist seit Jahren keinen richtigen Vereinsfußball mehr gewöhnt. Dann holt man den. Klar, wenn er fit ist, kann er eine Bereicherung darstellen, aber das. Die Gefahr ist doch einfach viel zu groß. Die Gefahr ist doch einfach viel zu groß. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, als HSV so einen Spieler sich an Bord zu holen. Aber man wird sehen. Ja, und da bleibt mir noch Bobby Wood. Ja, ich glaube, seine Tage sind gezählt. Ich habe letztens gelesen, dass der FC Cincinnati aus der MLS an ihm interessiert ist. Und ich glaube, wir vielleicht finden da beide Seiten eine gute Lösung. Und dann kann man das mit Bobby Wood auch einfach mal regeln, dass er dann den HSV verlässt. Auch wenn er vielleicht gute Sachen für den HSV getan hat, definitiv ein paar Türchen gemacht. Ja, warum da jetzt schon wieder eine Nachricht reinkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Vielen Dank, Reisegruppe Suff. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja, bis zu einem neuen Video und tschüss.